Die Wellen des großen Flusses wogten sachte an die Schiffswand und hinterließen ein monotones, plätscherndes Geräusch, an das sich Aurea so langsam gewöhnt hatte. Das ständige Schaukeln hier auf dem Schiff war ihr immer noch unangenehm, aber unter Deck war es besser als oben, so dass man es aushalten konnte. Sie schnürte einen ihrer Beutel zu, nachdem sie mindestens 5-mal überprüft hatte, ob alles Wichtige darin war. Kunja, die Smutje, hatte ihr haltbaren Proviant einpacken lassen. Minko, der nette Schiffsjunge, hatte dafür gesorgt, dass ihnen Seile und sonstige kleine Werkzeuge überlassen worden waren. Alles, was man für eine Rettungsmission eben brauchen konnte. Aurea blickte noch einmal zu Brynwen herüber, die in einer Ecke des kleinen Schiffsraums auf einer Koje lag und seit einiger Zeit schlief. Innere Gedanken quälten die zwergische Frau. Sie mochte es sich nicht anmerken lassen und vor ihren Freunden Ektor und Vanya und gerade vor Ritter Leowin von Elsternberge es nicht zugeben, aber immer wieder sah sie vor ihrem geistigen Auge das schmerzverzerrte Gesicht des Piraten, den sie getötet hatte. Und das Blut, das sie sich an ihren Röcken abgewischt hatte. Den Fleck würde man noch lange sehen können. Sie hatte einen Menschen getötet. Sie atmete schwer ein und aus und legte den Beutel beiseite, ging zu dem kleinen Mädchen herüber, strich ihr sanft die Haare aus dem Gesicht und zog die Decke ordentlich und langsam über ihre Schultern richtig zu. Brynwens Ankommen hatte die verdrängten Bilder wieder an Aurea hochgespült. Doch nun war es wichtiger, sich um sie zu kümmern, statt sich mit ungerechtfertigten Schuldgefühlen zu plagen. Das arme Ding. Wie konnte man so schlimme Dinge mit Kindern anstellen? Obwohl sie es innerlich gern wollte, sie würden Brynwen nicht mitnehmen können, wenn sie die anderen Kinder retten wollten. Der Kapitän hatte zwar zugesprochen, das Dorf Appelquill anzufahren und Brynwen zu ihren Eltern zurückzubringen, aber wer konnte schon genau sagen, was passieren würde? Die letzten Tage waren ein ständiges Auf und Ab gewesen. Erst ihr Aufbruch aus Erlenruh, dann das Schiff, die Piraten, Ektor, der fast gestorben wäre, und nun Brynwen. Ihre Eltern mussten sich furchtbare Sorgen machen. Die Zwergin stellte sich vor, wie die Miros treu am Dorf anlegte und Brynwen über die kleine Planke hinunter in die offenen Arme ihrer Eltern lief. Alle hatten Tränen in den Augen. Dankbarkeit und Erleichterung überstrahlte alle anderen Gefühlsregungen in den Gesichtern. Eine schöne Vorstellung. Nach Hause kommen. In die Arme der Liebsten zurückkehren. Geborgenheit und Nähe spüren. Unbewusst glitt Aureas Hand in die Rocktasche und umschloss den Brief an ihre Eltern, den sie seit dem überstürzten Aufbruch aus Erlenruh bei sich trug. Würde sie jemals dieses Gefühl wieder spüren? Würde sie jemals wieder in den Armen ihrer Eltern liegen können? Wieder schwappte eine große Welle an die Außenwand des Schiffes und riss Aurea aus ihren Gedanken. Sie drehte sich um und trat wieder an den Tisch, auf dem die Beutel lagen. Öffnete sie nun zum 6. Mal und begann erneut zu prüfen, ob alles an seinem Platz war. Vanya saß auf einer Kiste ganz vorne am Bug des Schiffes und hielt Ausschau nach dem weißen Felsen, von dem Brynwen gesprochen hatte. Die Erzählung des Mädchens hatte sie ebenso aufgewühlt wie Aurea, auch wenn sie versuchte, es nicht nach außen dringen zu lassen. Es war etwas anderes, ob jemand diese Kinder einfach nur misshandelte, auch wenn das alleine schon schlimm genug gewesen wäre, oder ob dabei Magie im Spiel war. Sie fragte sich, welche Absichten der Mann mit der Robe verfolgt hatte. Und auch wenn sie weiterhin fest entschlossen war, den Kindern zu helfen, so hatte sie doch ein wenig Angst, was sie in diesem Turm wohl erwarten würde. Immerhin galt Magie als unberechenbar und gefährlich. Ebenso wie viele Magier. Einige Schritte von ihr entfernt lachte Minko gerade laut auf. Kurz blickte Vanya zu ihm herüber. Er stand bei Ektor und die beiden schienen sich zu unterhalten.
Immer wieder warf Ektor ihr dabei verstohlene Blicke zu. Er hat wirklich im Schweinetrog gelegen? Das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ach, ich werde euch wirklich vermissen, Bruder Ektor. Und Vanya. Und Aurea. Natürlich auch. Wenn wir sonst Gäste an Bord nehmen, dann beachten die mich überhaupt nicht. Und ihr findet sogar Zeit, mir lustige Geschichten zu erzählen. Wenn es Travias Wunsch ist, dann werden sich unsere Wege sicher wieder kreuzen. Und bis dahin, lieber Minko, denk einfach daran, dass viele Leute zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um auf diejenigen zu achten, die es nicht nötig haben, durch Getöse auf sich aufmerksam zu machen, sondern bescheiden und fleißig sind. Aber wenn diese dann Beachtung bekommen, dann ist diese auch aufrichtig. Jetzt musst du mich aber entschuldigen. Ich glaube, ich brauche noch eine kleine Stärkung, bevor wir aufbrechen. Und ich sollte mich auch noch mal mit Vanya unterhalten. Und natürlich, Bruder Ektor. Ich sollte mich mal wieder meinen Aufgaben widmen, bevor der Captain noch ungehalten wird. Ihr geht aber nicht, ohne euch zu verabschieden, oder? Aber nicht doch. Was glaubst du denn? Schließlich ist es deinem schnellen Handeln mit zu verdanken, dass wir Brynwen retten konnten. Wir werden uns angemessen verabschieden. Von allen hier an Bord und ganz besonders von dir, mein Lieber. Ektor klopfte dem Jungen noch einmal kameradschaftlich auf die Schulter. Dabei fuhr ein leichter Schmerz durch seine Seite. Kurz zuckte er zusammen und hielt sich die Stelle, an der das Entermesser ihn getroffen hatte. Ist etwas, Bruder Ektor? Nein, nein. Alles in Ordnung, Minko. Die Wunde ist ja wie ein Wunder durch Travias Gnade und die Fürsorge meiner Freunde über Nacht verheilt, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie wären noch da, weißt du? Ja, das war wahrscheinlich ein Wunder. Passt auf euch auf, ja? Klar, und du auf dich. Mit diesen Worten schob Ektor Minko sanft zur Seite und machte sich dann auf den Weg zur Schiffsköchin Kunia. Er selbst verspürte gar keinen großen Hunger, wobei er es nicht abstreiten konnte, dass er eigentlich immer Appetit hatte. Ihm war jedoch aufgefallen, dass Vanya ihr Frühstück kaum angerührt hatte, und danach war sie mit der Versorgung von Brynwen beschäftigt gewesen. Und dabei war sie eh schon so dünn. Der Angriff der Piraten hatte bei ihnen allen Spuren hinterlassen, aber Vanya schien sich am meisten verändert zu haben. Sie wirkte auf einmal sehr distanziert, schon fast abweisend, und das machte ihm Sorgen. Was immer sie auch in dem Turm des bösen Magiers erwarten würden, sie würde mit Sicherheit all ihre Kräfte brauchen. Und dazu war es notwendig, dass Vanya zumindest bevor sie aufbrachen noch eine ordentliche Mahlzeit zu sich nahm. Ektor verstand es als Teil seiner Weiheraufgabe, auch für das körperliche Wohl von Aurea und Vanya zu sorgen. Und außerdem bot ihm das einen guten Vorwand, das Gespräch mit Vanya zu suchen. Es kostete Ektor nicht viel Mühe, Kunia zwei Schalen Eintopf und ein Fladenbrot abzuschwatzen, mit denen er nun zu Vanya trat. Hallo. Na, ist der Felsen schon in Sicht? Hier, nimm. Ich hab dir was zu essen mitgebracht und würde dir dabei gerne ein wenig Gesellschaft leisten. Oh, Ektor. Danke. Nett von dir. Aber ich bin nicht hungrig. Hör mal, Vanya, du hast seit gestern Abend nicht mehr wirklich etwas gegessen. Das stimmt so nicht. Novizen der Götter soll man nicht widersprechen. Und guten Freunden auch nicht. Vor allem dann nicht, wenn sie recht haben. Vanya sah ihn einen Augenblick mit trotzigen, funkelnden Augen an. Dann seufzte sie, griff nach der Schale, die Ektor ihr entgegengestreckt hatte, und fing appetitlos an zu essen. Der Eintopf war reichhaltig und kräftig gewürzt, und nach ein paar Bissen wurde Vanya bewusst, dass sie entgegen ihrer Aussage doch ziemlich hungrig war. Zufrieden sah Ektor zu, wie Vanya nach einem anfänglichen Zögern kräftig zulangte
und reichte ihr ein Stück von dem Fladenbrot. Sie aßen in einträchtigem Schweigen und blickten auf das Wasser vor ihnen. Als Vanya fertig war und die letzten Soßenreste mit einem Brotstück aus der Schüssel wischte, ergriff Hector erneut das Wort. Ich hab mich noch gar nicht richtig bei dir bedankt. Du hast mir letzte Nacht das Leben gerettet. Ach, das ist doch selbstverständlich. Dafür musst du dich nicht bedanken. Wie hast du es gerade gesagt? Wir sind ja gute Freunde. Und trotzdem, ich schulde dir meinen aufrichtigen Dank, Vanya. Ohne dich würde ich jetzt sehr wahrscheinlich in Boruns Hallen wandeln. Du hättest das Gleiche auch für mich getan. Oder für Aurea. Wir haben uns doch geschworen, dass wir zusammenhalten wollen. Ja, und zu diesem Schwur stehe ich. Nach wie vor. Und das ist auch der Grund, warum ich dich etwas fragen muss, Vanya. Was denn? Sieh mich mal an. Schau mir tief in die Augen und sag mir, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Mir geht es gut. Auf dem Hügel vorhin hast du gemeint, dass du ein wenig Ruhe brauchst. Und ich kenne dich, seit wir laufen können. Du wirkst angespannt und irgendetwas lastet doch auf dir. Nein, da ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Du hast weggeguckt, Vanya. Komm schon. Mir kannst du es doch sagen. Ich bin schließlich ein Novize der Travia. Als ob das ein Grund ist. Also schön. Ich bin dein Freund, Vanya. Und Freunde erzählen sich, was sie bedrückt. Ich glaube, du weißt, dass du mir immer alles sagen kannst. Schau, wir wissen nicht, was uns an dem Turm erwartet. Ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, ziemlich einen Bammel vor dem, was uns dort erwartet oder erwarten könnte. Ich bin mir sicher, dass diese Aufgabe unsere ganze Konzentration erfordert und wir nicht durch Sorgen oder Gedanken abgelenkt sein sollten. Das stimmt doch, oder? Hector betrachtete Vanya, die auf ihrer Unterlippe kaute und sichtlich mit sich rang. Ihre Gedanken rasten. Sie musste zugeben, dass Hector mit dem, was er gesagt hatte, nicht ganz unrecht hatte. Und gleichzeitig wollte sie nicht schwach oder ängstlich erscheinen. Sie spürte seinen Blick auf sich ruhen und wusste, dass er sie nicht in Ruhe lassen würde, bis sie ihm erzählt hatte, was sie umtrieb. Dieser große, sanftmütige Kerl konnte stur sein wie ein Esel. Und er sah einfach alles. Trotz des kurzen Anflugs von Ärger musste Vanya sich eingestehen, dass sie Hector nie etwas hatte vormachen können. In Erlenruh war einfach nur mehr Platz zum Ausweichen gewesen. Hör auf, mich mit deinem geweihten Blick zu löchern. Heb dir den für andere auf. Es ist kompliziert. Und manches würdest du einfach nicht verstehen. Möchtest du lieber mit Aurea reden? Ich kann sie holen gehen. Ich sehe doch, dass eben nicht alles in Ordnung ist. Nein, bleib. Es ist nicht so, dass ich nicht mit dir reden möchte. Wie gesagt, es ist kompliziert. Vielleicht kann ich helfen, etwas Licht in den Nebel zu bringen. Manchmal hilft der Blick von außen. Das sagt zumindest eine gute Freundin von mir immer. Du bist mir ein Freund. Die eigenen Worte gegen mich zu verwenden. Aber in Ordnung. Ich hatte einen Traum, der sehr real gewirkt hat. Einen realen Traum? Oh, das ist selten. Der Herr Borum schickt solche Träume immer zu denen, die in seiner Gunst stehen. Hat zumindest Vater Patras immer gesagt. Oh, du konntest ja schon immer gut mit Rahmen und Krähen. Die sind in mir heilig. Vielleicht war das schon früh ein Zeichen. Was hast du denn geträumt? Nein, 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 nein.
So war das gar nicht. Außerdem hat der Angriff mich direkt aus dem Traum herausgerissen, sodass ich zuerst gar nicht wusste, was noch Traum war und was nicht. Kennst du das? Wenn man aufwacht und erst noch einen Moment braucht, um sich zurechtzufinden? Ja, das kenne ich. Das kann auch ziemlich komisch sein, ja. Kennst du die heilige Ethelia? Also, sie ist die Schutzheilige der Boronkirche. Sie steht für Hoffnung. Man sagt, der Herr Boron hätte zu ihr durch solcherlei Wachträume kommuniziert. Ihr war dieser Moment zwischen Wachsein und Schlaf heilig. Einige Geweihte versuchten, diesen Zustand ihr zu ihren künstlich herbeizuführen. Nur gab es diesen Moment des Erwachens, diesen Zustand für mich nicht. Es war, als wäre der Albtraum plötzlich in unsere Welt gekommen, um mich zu holen. Plötzlich habe ich mich in den Armen eines schwitzenden, stinkenden Piraten wiedergefunden. Und dann wurde ich auch schon weggezerrt. Oh. Mir ist übel, wenn ich daran denke. Ich habe das Gefühl, die Hände des Piraten immer noch zu spüren und fühle mich beobachtet. Aber ich glaube nicht, dass der Herr Boron so mit mir redet. Vor allem nicht mit so jemandem wie mir. Oh, Vanya, hat er dir was getan? Hat er dich angefasst? Hat er... Nun, wie sage ich das jetzt am besten? Nein! Es ist nichts geschehen, mir geht es gut. Dir und Aurea sei Dank dafür. Puh, den Zwölfen sei gedankt. Aber was diesen Traum angeht, nun, vielleicht war er wirklich ein Zeichen. Sowas kann schnell wirr wirken. Meinst du? Aber das ist nicht alles. Auch die Sache mit dir hat mich am Ende ziemlich aus der Bahn geworfen. Die Sache mit mir? Ja, ich habe noch nie eine so schwere Wunde allein behandeln müssen. Du kannst wirklich froh sein, dass Travia mit dir ist. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Pass in Zukunft gefälligst besser auf dich auf. Aurea und ich haben uns fast zu Tode geängstigt. Wir hätten deine Wunde beinahe ausbrennen müssen, wenn sie nicht von jetzt auf gleich aufgehört hätte zu bluten. Wie kam es bloß dazu? Ich kann mich nicht wirklich an etwas erinnern. Alles ist noch so verschwommen. Ich hab gebetet und Travia muss mich gehört haben. Und hier sitze ich und rede mit dir. Also scheinen die Götter dir Gehör geschenkt zu haben. Sie scheinen noch etwas mit mir, nein, mit uns allen vorzuhaben. Aber lassen wir uns diese Geschichte eine Lehre sein und werden in Zukunft vorsichtiger sein und besser aufeinander achten. Du hast recht. Danke, Hector. Du hast recht. Das Gespräch hat gut getan. Ich fühle mich schon viel besser. Das freut mich, Vanya. Siehst du, es ist gut, mit Freunden zu reden. Ganz bestimmt. Vanya schlang kurz die Arme um Hector, um ihn zu drücken. Einen Moment lang saßen sie einfach so nebeneinander. Ein wenig wie früher, als sie als Kinder am großen Feuer auf dem Dorfplatz gesessen hatten. Doch die Stille wurde je durch einen lauten Rabenschrei durchbrochen. Die Köpfe von Hector und Vanya ruckten hoch, als sie sich erschrocken umblickten. Was? Ein Rabe! Vanya, das... Sag es nicht! Vanya sprang auf und lief nach vorne zur Reling. Einen kurzen Moment wollte sie ihren Augen nicht trauen. Dort vorne an der Flussbiegung brachen sich kleine Wellen an einem weißen Felsen, der zum Teil in den Fluss hinausragte. Und auf dem Felsen saß ein einzelner, weißer Rabe. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ein paar Momente später hatten die Flussschiffer die Minos Toy auch schon so manövriert, dass man von Bord gehen konnte. Brynwen stand zitternd an der Reling neben Aurea und deutete auf den weißen Felsen. Alle Achtung, das ist ganz schön hoch. Da hättest du dir alle Knochen brechen können, Kind. Wir sollten uns beeilen. Aurea, du kannst doch nach den Spuren sehen, oder? Klar, ich gebe mein Bestes. In diesem Moment rannte Brynwen auf Aurea zu,
schloss sie mit einem festen Drücken in die Arme und schluchzte vor sich hin, sie möge doch bitte nicht weitergehen zu den bösen Männern. Oh, Brynwen, keine Sorge. Die bösen Männer sollen sich besser mal vorsehen, dass ich sie nicht hole. Bei Ongroschs weißem Bart, die können was erleben. Kommt ihr! Hier, wo der Rabe eben war, sind ein paar Äste abgeknickt. Aurea, hier müssen doch irgendwo Spuren sein. Aurea wuschelte Brynwen noch einmal durch die Haare, als sie sich verabschiedete, und sprang dann mit einem Satz auf die Planke, die an Land führte. Ich komme schon! Hep. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen, schloss Aurea einen Moment die Augen, um den Duft des feuchten Mooses und vor allem der Erde zu genießen. Jetzt, wo der Boden nicht mehr schwankte, kehrten ihre geschärften Sinne zurück, die auf dem Boot fast vollkommen überfordert gewesen waren. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Mit geübtem Blick begann sie den Felsen abzugehen, kniete sich hier und dorthin, um sich eine Stelle genauer zu betrachten und versuchte dabei, die lautstarken Verabschiedungen hinter sich zu ignorieren. Melinka nahm gerade Abschied von der Crew, was bei der bärbeißigen Köchin eine ganz neue Seite offenbarte. Mein Mädchen, meine einzige Tochter, bist du sicher, dass du uns schon verlassen willst? Du bist doch gerade erst so groß geworden. Ja, Mama. Ich muss es tun. Du hast den Novizen der Göttin gehört. Es ist unsere Pflicht. Und ich bin die Einzige, die mitgehen wollte. Pass gut auf dich auf, hörst du? Das werde ich, Mama. Ich verspreche es. Und pass auf, dass du immer warm angezogen bist und genug isst. Mama, ich bin kein Kind mehr. Ich weiß. Und ich bin ja nicht alleine. Leowin wird uns schon beschützen. Sag ihm, wenn dir was passiert, kriegt er es mit mir zu tun. Ist mir dann egal, ob er ein Ritter ist. Ich glaube, das weiß er. Mach's gut. Wir retten jetzt die Kinder. Ich wusste immer, dass meine Melinka eines Tages die Ehre des ganzen Schiffes verteidigen würde. Ich bin so stolz auf dich, Kleines. Kommt ihr jetzt? Wir müssen los. Ei, Herr von Elsternberge. Wir bringen das Mädchen nach Appelquell und sagen dem Vogt dort Bescheid, dass er Büttel schicken soll. Macht das, Kapitän. Möge Effert euch wohlgesonnen sein. Hier, Bruder Hector, ich hab was für euch. Ich hab es selbst gemacht. Vielleicht erinnert es euch an euren Freund auf dem großen Fluss. Oh, Minko, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Walfischmedaillon? Das ist Zwafnir. Das ist der Gott von uns Torwallern, weißt du? Das ist der Sohn der Herrin Rondra und steht für Mut und Ausdauer. Vielleicht wirft er ja ein gutes Auge auf dich, Bruder Hector. Möge er und der Flussvater dich beschützen. Vielen Dank. Ich werde das Medaillon hier an meine Kette machen. Direkt neben mein Travia-Amulett. Na hoffentlich verstehen sich Swafnir und Travia. Och, ich glaube schon. Hector, kommst du jetzt auch mal? Ja. Leb wohl, Minko. Als Leowin, Melinka und Hector den Hügel erklommen hatten, auf dem Vanya und Aurea schon eifrig nach Spuren suchten, richtete Leowin noch einmal das Wort an Melinka. So, das ist deine letzte Chance, Melinka. Sieh, Minko macht die Leinen gerade los. Noch kannst du umkehren. Wir wären dir nicht böse. Nein, ich bleibe an deiner Seite. Einer muss ja aufpassen, dass diese drei dich nicht ausnutzen. Sie schlang ihren Arm um den Ritter und verweilte ein paar Augenblicke in einer zärtlichen Umarmung, bevor Leowin diese sanft löste und etwas verschämt zu den anderen blickte. Schließlich bist du ja mein Leowin, nicht wahr? Ja, also sicher. Boah, ich krieg hier gleich zu viel. Mein Leowin, Würde das Liebespärchen sich bequemen, hier herüberzukommen? Aurea hat die Spur gefunden.
Was war das? Schaut mal, der Rabe da vorne. Ja, der war eben auch schon mal da. Ein weißer Rabe, die sind selten. Ja. Weiße Raben sind das Wappentier der heiligen Ithilia. Das ist ein gutes Zeichen, denn sie steht für Hoffnung. Los, Aurea, geh voran. Oder sie stehen für Marbo, die Göttin des Sterbens. Oh, mich fröstelt es bei dem Gedanken. Kannst du das Tier nicht verscheuchen? Es schaut so komisch in unsere Richtung. Klar, warte. Lasst das Tier in Ruhe, es hat euch doch gar nichts getan. Zu spät. Da fliegt er. Hier sind noch mehr Stiefelspuren. Also die Mühe, ihre Spuren zu verbergen, haben sie sich schon mal nicht gemacht. Kommt, hier lang. Was? Da lang? Bist du sicher? Hier drüben ist doch der Pfad. Da bei dir ist doch der morastige Boden. Dass du da mit deinen kurzen Beinen überhaupt durchkommst. Und diese Dornenranken da? Welche Ranken? So, der Weg ist frei für eure Erlauchtheit, Lady Melinka von der Minustreu. Mögen eure elfengleichen Knöchel nicht vom bösen Boden verschluckt werden. Den Sarkasmus kannst du dir sparen, Zwergin. Schon gut, schon gut. Komm, meine Liebe, ich hebe dich auf den Rücken von Hippolyte. Du musst dich eh etwas ausruhen. Ja, die letzte Nacht war sehr kurz und anstrengend. Frag mich mal. Naja... Die letzte Nacht bei Leowin, was? Hilfst du mir hoch, Leowin? Liebster? Aber sicher. Vorsichtig. So, nun aber los. Aurea ist schon vorgelaufen. Sie scheint ganz in ihrem Element zu sein. Liebster? Pah, wie sie ihm ihren Hintern entgegenstreckt. Als ob sie noch nie auf ein Pferd gestiegen ist. Oh. Komm, Hector, wir gehen hier lang. Aber, okay. Aurea ist aber da im Gebüsch verschwunden. Ich kenne eine Abkürzung. Wirklich? Boah, Hector, jetzt komm! Vanya zerrte Hector hinter sich durch die Dornenbüsche. Wieder schoss die Wut in ihr hoch. Seit sie aus Erlenruhe aufgebrochen waren und sie nicht mehr auf der Lichtung oder bei den Vögeln Ruhe finden konnte, wurden ihre Emotionsausbrüche stärker und stärker. In ihr tobte alles. Und sie war nicht mal sicher, woher diese Gefühlswallungen stammten. Aber sie hatte Hector auf dem Schiff versprochen, mit ihm zu reden, wenn sie etwas bedrückte. Nach ein paar Schritten und als sie sicher war, dass sie niemand würde hören können, blieb sie abrupt stehen, so dass Hector sie fast umgerannt hätte. Ihr Kopf hatte eine ungesund wirkend rote Farbe angenommen. Tränen der Wut standen ihr in den Augen. Huch! Was ist denn los, Vanya? So, Hector, nun sag mal, du bist doch ein Kerl, oder? Ja. Und warum bei den Niederhöhlen verhaltet ihr euch alle wie blöde Idioten, sobald euch Ärsche oder Brüste über den Weg laufen? Erklär's mir, hm? Hab ich was gemacht? Du nicht, aber... Beruhig dich doch mal. Was denn das? Was ist denn auf einmal mit dir los? Findest du Melinka hübsch? Also, sieht schon ganz gut aus, ja. Aha, und dann hört ihr also auf zu denken und ignoriert, was sie so von sich gibt, diese falsche Schlange? Sie hat dich gestern schon aufgegeben. Sie behandelt mich und Aurea, als wären wir Dreck. Und wenn sie den Mund aufmacht, dann ist es, als würde eine Maraske Gift verspritzen. Und jetzt verscheucht sie die Vögel, die uns helfen, Zeta drum und du und Leo... Ihr Männer findet sie hübsch. Seid ihr denn völlig außer Sinne? Vanya, hör mal. Ich... Was? Auf dem Schiff hast du ja doch auch auf den Hintern geglotzt, oder? Was findet ihr nur so an einem ekligen Frauenzimmer? Vanya, beruhig dich. Ich verstehe nicht ganz, warum du da jetzt so eine große Sache draus machst. Du hast deine Rede auf dem Schiff so lange gehalten, bis sie mitkommen wollte. Du wolltest sie doch dabei haben, oder? Also,
wirklich mal. Die Rede habe ich nicht allein gehalten, Vanya. Du hast die Matrosen doch auch beschuldigt, nichts zu tun. Und Milenka hatte als einzige den Schneid mitzukommen. Was ist denn falsch daran? Schneid! Dass ich nicht lache! Männer! Ihr versteht gar nichts! Ja, ich verstehe es nicht. Was ist los? Sprich mit mir. Das mache ich doch gerade! Du sagst etwas, ohne etwas zu sagen, Vanya. Das ist nicht dasselbe. Ich will nicht, dass Milenka uns begleitet. Ah, also gut. Hör mal, ich mag sie auch nicht besonders. Aber sie will helfen. Das ist ehrenhaft. Und sie ist die Gefährtin von dem Herrn von Elsternberge. Ja, genau, sie... Ach, vergiss es! Was soll ich vergessen, Vanya? Vanya, warte doch! Hector war beschwichtigend auf Vanya zugetreten und wollte sie gerade in den Arm nehmen, als Vanya sich abwandte und durch die Büsche eilte. Sie war schneller, als Hector gedacht hätte, im Dickicht verschwunden. Immerhin schlug sie die Richtung ein, aus der sie gekommen waren. Hector blieb einen Moment verwirrt auf der Lichtung stehen. Was bei Travias süßer Geduld war bloß mit Vanya los? Für einen Moment hatte er wirklich gehofft, dass die alte Vertrautheit ihrer Kindheit wieder zwischen ihnen erwachsen könnte. Aber jetzt, wo sie ihn buchstäblich im Wald hatte stehen lassen, fühlte er eine gewisse Bitterkeit wie ein Stein in seinem Magen. Es tat weh, auch wenn er es sich nicht wirklich eingestehen wollte. Mit hängenden Schultern nahm er den Weg zurück alleine auf sich. Als er kurz darauf wieder auf Leovin und Milinka stieß, stellte er fest, dass diese sich etwas hatten zurückfallen lassen, um auf ihn zu warten. Vanya war laut ihren Aussagen nach vorne gestürmt, wo Aurea konzentriert nach Spuren suchte. Travia, hilf dem niedersten Diener und schenke mir Einsicht. So kann es doch nicht weitergehen. Als Vanya zu ihr aufschloss, konnte Aurea förmlich sehen, wie es in ihr kochte. Ein Anblick, den sie in letzter Zeit erstaunlich oft bei ihrer jungen Freundin beobachten musste. Ob das diese Pflegeljahre waren, die junge Menschen, die erwachsen wurden, ergriffen? Auf eine vorsichtige Nachfrage hin hatte sie das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen und besann sich deshalb rasch auf ihre andere Taktik. Vanya war schon früher äußerst stur gewesen. Wenn die Wut in ihrer Freundin kochte, brauchte es eine Zeit, bis man wieder vernünftig mit ihr reden konnte. Deshalb beschloss die Zwergin, was auch immer es war, das Vanya da gerade umtrieb, für den Moment ruhen zu lassen. Stattdessen verwickelte sie Vanya in ein Gespräch über Vögel, die hier zwischen den Ästen herumflatterten. Anscheinend sind wir hier auf einem Hügel einer ganzen Kette herausgekommen. Sieh nur, sie umschließen dieses ganze Tal. Ja, du hast recht. Aber man kann kaum etwas erkennen. Der Wald reicht doch noch sehr weit. Sind die Männer hier lang? Ich habe sie nicht abbiegen sehen. Aber ich schaue mich nochmal um. Verschnauf du so lange und achte darauf, dass Malinka mit dem Pferd des Ritters hier nicht herumtrampelt. Sonst finde ich die Spur vielleicht nicht wieder. Oh, keine Sorge. Darauf passe ich auf. Aurea entfernte sich etwas von Vanya und begann, die freiere Fläche zwischen den Bäumen abzulaufen. Die Bäume waren hier jünger, vermutlich waren sie von ein paar Generationen erst herangewachsen. Zwischen den schlanken Stämmen wuchs jede Menge dichtes Unterholz, welches den kleinen Pfad beidseitig schmückte. Die Spur führte tatsächlich über die Kuppe und dann einen steil bergabführenden Pfad hinab in den rasch dunkler werdenden Wald. Dass es bereits schattig zwischen den Bäumen war, fiel Aurea allerdings nicht sonderlich auf. Ihre Augen kamen sehr gut mit dem ständig wachsenden Zwielicht zurecht. Gerade wollte sie sich umwenden, um den anderen von ihrer Entdeckung zu berichten, als ihr Blick von zweierlei Dingen auf sich gelenkt wurde. Durch ihre veränderte Position hatte sie nun einen besseren Blick ins Tal, wo sie jetzt etwas zwischen den Bäumen ausmachen konnte. Sieh an, Rauch. Und da ist ein Turm. Ob es der Turm ist, aus dem Brynwen geflohen ist? Aber da hängt noch etwas dran. Mist, wenn es nur nicht so weit weg wäre. Diese kleinen Dinger könnten Häuser sein.
Ein Dorf vielleicht? Wenn ich nur absehen könnte, ob dieser Pfad dort hinunterführt. Aber die Verfolger sind ganz sicher hier entlang. Sehr umsichtig waren sie nicht. Sie haben wohl keine Angst, dass man sie verfolgen könnte. So viele abgebrochene Äste. Was ist das? Aurea streckte die Hand aus, um etwas Dunkles aus einem besonders stacheligen Gebüsch herauszuziehen. Was sie zunächst für das Fell eines Hundes hielt, wurde fast augenblicklich durch den Gestank widerlegt. Es war ein Büschel Orkfell. Rinwin hat sich also wirklich nicht getäuscht. Sie wurde anscheinend von Orks verfolgt. Beim Barte meines alten Ohms, das macht die Situation noch schlimmer, als sie eh schon ist. Wenn es wirklich Orks in dieser Gegend gibt. Nun ja, sie sprach auch von Soldaten. Vielleicht waren die hinter ihnen her. Fräulein Pottbrauer, habt ihr etwas entdeckt? Oh, ich kann nicht mehr reiten. Mir tut der Hintern schon ganz weh. Wie wär's mit einem Nachtlager? Die Kinder könnten doch die Planen hier aufbauen und... Das würde ich nicht empfehlen. Kommt dann mal hier rüber. Wieso? Was hast du gefunden? Wenig später hatte sich die gesamte Gruppe um die Zwergin versammelt. Aurea trat auf den Ritter zu und streckte ihm das Fellbüschel entgegen. Die Spuren führen eindeutig dort in dieses Tal hinein. Aber ich fürchte, Brinwen hat in einer Sache recht behalten. Es gibt hier Orks und es scheint sich nicht um einen kleinen Trupp zu handeln. Die Schwarzpelze sind erst vor kurzem hier durch. Oh nein, nicht schon wieder. In diesem Fall sollten wir wirklich nicht hier draußen übernachten. Kannst du sagen, wie viele es sind? Leider nicht genau. Es sind auch einige Menschen hier durch. Vermutlich die Soldaten, von denen Brinwen erzählt hat. Sie scheinen den Orks dicht auf den Fersen gewesen zu sein. Ich vermute, dass es mindestens 2 waren. Oder höchstens 5. 5? Travia, bewahre uns. Selbst 2 wären eine Herausforderung für uns. Diese Biester sind zäh. Damit ist es beschlossen. Wir können hier nicht übernachten. Wo sollen wir denn sonst hingehen? Es wird bereits dunkel. Und hier unter den Bäumen kann man jetzt schon kaum noch was sehen. Nun, wenn ihr gewillt wärt, euch etwas umzuschauen, werte Melinka, würdet ihr dort unten einen Turm entdecken. Zugegeben kaum zu sehen. Aber ich vermute, dass noch ein größeres Gebäude an ihm hängt. Vielleicht ist es eine Art Herrenhaus oder Burg. Außerdem steigt aus der Richtung Rauch auf. Und es gibt jede Menge kleinere Flecken, die man allerdings kaum erkennen kann. Ich vermute, dass dort unten ein kleines Dorf ist. Leider ist es zu weit, um genaueres zu erkennen. Nun, vielleicht für dich mit deinen kurzsichtigen Augen. Aber wenn man vorbereitet ist, ist das alles kein Problem. Sowas soll ich mir jetzt gefallen lassen? Jetzt bleiben wir mal alle gesittet hier, bei den 12. Oh, was ist das, Melinka? Was hast du da? Eine Frau geht nie unvorbereitet in die Wildnis, mein Lieber. Es ist ein Fernrohr. Das habe ich mal einem Piraten abgenommen. Schick, oder? Oh, das ist jetzt in der Tat sehr nützlich. Allerdings, weißt du was, Melinka? Können wir uns auf etwas einigen? Was denn? Pass auf, wir werden hier noch eine Weile miteinander verbringen. Und anscheinend sind Schwarzpelze in der Gegend. Können wir uns darauf einigen, uns gegenseitig nicht gering zu schätzen oder zu beleidigen, auch wenn es schwer fällt? Aurea und ihre Freunde sind von nun an auch deine Reisegefährten. Und bisher hat sie uns ohne Fehl und Tadel geführt. Das solltest du respektieren. Natürlich, mein Liebster. Alles, was du sagst. Aber nun lass mich einmal sehen. Die Zwergin hat recht. Dort unten ist definitiv ein größeres Gebäude mit Turm. Das sieht sehr gut befestigt aus und scheint von einer Art Zaun umgeben. Wenn du erlaubst, lass mich einmal sehen. Ah, ja, es scheint sich um eine kleinere Trutzburg zu handeln. So wie mir scheint, wurde sie auf einem eigens dafür aufgeschichteten Bergfried errichtet. Es könnte aber auch ein größeres, gut befestigtes Landhaus sein. Ich kann auch ein Banner erkennen. Und tatsächlich ist das Gebäude von einer Palisade umgeben. Nun, wenn es hier Schwarzpelze gibt, wundert mich das nicht.
Ich denke, dort könnten wir für heute Abend um das Gastrecht bitten. Also ich weiß ja nicht, eine Burg mit Banner? Es ist weniger eine Burg als ein befestigter Turm mit Gebäuden drumherum, wie es aussieht. Ihr meint so einen Turm, wie der von dem Brynwen gesprochen hat? Stimmt. Oje, das könnte tatsächlich der Turm sein, den wir suchen. Seid ihr sicher? Vielleicht gibt es ja auch mehrere Türme in der Gegend. Mehrere Türme? Aber zu diesem da scheinen die Spuren hinzuführen. Obwohl, wenn die Spuren auf dem Pfad bleiben, ich kann leider nicht abschätzen, wohin der Pfad genau führt. Er verschwindet hier zwischen den Bäumen und führt steil bergab. Aber vermutlich führt er schon dorthin. Auch durch das Fernrohr kann ich kaum einen Pfad ausmachen, da unten zwischen den Bäumen. Aber das Banner kenne ich irgendwoher. Lasst mich auch noch mal schauen. Auf dem Banner ist ein Tier abgebildet. Ich kann es aber nicht richtig erkennen. Es ist ein Eber. Ich kenne das Banner. Es gehört zu denen von Sturzenstein, einer Adelsfamilie. Ich habe mit Dagon von Sturzenstein im Krieg gefochten. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Eine Adelsfamilie? Ha! Da werden wir sicher Hilfe bekommen. Und die werden sicher auch von den bösen Orks wissen. Vielleicht hat der Edle ja auch schon etwas gegen den Zauberer unternommen. Wo auch immer dessen Turm ist. Das da kann es ja nun denn nicht sein. Die Sturzensteins haben ihr Domizil aber eigentlich nicht mehr hier. Dieser Landstrich müsste dem Baron von Nilsitz gehören. Andererseits... Aber wer sollte denn ein Banner einer Adelsfamilie den fremden Landen hissen? Sind die Familien im Streit vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Dagon erzählte einmal von einem Sommerlandsitz hier. Vielleicht hat der Baron von Nilsitz den Sturzensteins erlaubt, den Landsitz zu behalten, nachdem ihm die Ländereien zugesprochen wurden. Das sind aber ganz schön viele Wenn und Abers. Du und dein Pessimismus. Also, ich glaube, wenn wir bei dem Adligen vorsprechen, wird er uns sicher helfen. Oder er ist genau derjenige, den wir suchen. Da muss ich Melinka ausnahmsweise mal recht geben. Wir wissen nicht viel, außer, dass die Orkspuren anscheinend zu diesem Turm und dem Dorf führen. Und dass das Dorf sich mit einer Palisade gegen die Orks zu schützen scheint. Aber Brynwen hat erzählt, dass da eine Palisade vor dem Tor offen war. Das passt erstaunlich gut. Zu den Sturzensteins würde es aber so gar nicht passen, Kinder zu entführen. Naja, zu Dagon zumindest nicht. Boron hab ihn selig. Er hat mir damals das Leben gerettet. Und wenn wir uns nicht einig wären, dann stehen wir morgen früh noch hier. Ich kriege auch langsam Hunger. Was machen wir denn nun? So oder so müssen wir uns beeilen, von diesem Berg herunterzukommen. Der Wald vor uns ist wieder sehr dicht und zwischen den Bäumen wird es sehr schnell dunkel. Das Fräulein Vanya hat recht. Aurea, wir vertrauen auf dein scharfes Auge. Bisher hast du deine Aufgabe hervorragend erfüllt. Führe uns auch weiter so gut. Natürlich, Herr von Elsternberge. Ich werde euch nicht enttäuschen. Mir nach! Vielleicht sollte eine gewisse Person lieber absteigen, damit wir endlich etwas schneller sind. Auf gar keinen Fall. In dem Unterholz komme ich doch niemals voran, ohne mir alles zu ruinieren. Aber sagte dir nicht eben, dass ihr zu müde wärt zum Reiten? Es wird schon gehen. Immerhin bin ich auf einem Schiff aufgewachsen. Nun, von mir aus bleib ruhig sitzen. Die gute Hippolyta schafft das schon. Also dann, schließen wir auf, bevor Aurea zu weit weg ist. Hier geht es lang. Wir sind schon unterwegs. Bruder Hector, Fräulein Vanya, fallt bitte nicht zu weit zurück. Wir kommen schon, Herr Ritter. Ich hoffe, sie stürzt und bricht sich das Genick. Vanya! Das kannst du doch nicht sagen! Ach, sei still, Hector! Ich soll was? Na hör mal, einem Reisegefährten Unglück zu wünschen, ist gegen die Gesetze des Aves. Und wen willst du wohl noch gegen uns aufbringen? Bitte, Herr Aves, sie meint es nicht so. Sei uns gnädig auf unserer Reise. Wie auch immer. Komm jetzt, beten kannst du noch später. Leowin ergriff die Zügel seines Pferdes und folgte Aurea den Pfad entlang. Ihm war nicht entgangen, dass die Luft zu gären schien, wo Melinka und die jungen Mitreisenden aufeinanderprallten. Der Ritter unterdrückte ein Seufzen und versuchte, seine schmerzenden Füße zu ignorieren.
Er war schon lange keine weiten Strecken mehr gewandert und die Rüstung begann allmählich schwer zu werden. Auch fragte er sich zum wiederholten Male, was bei allen Zwölfen er sich dabei gedacht hatte, sich ausgerechnet diesen Kindern anzuschließen. Aber was hätte er tun sollen? Es war die einzige Möglichkeit gewesen, sein Gesicht und die Maske zu wahren. Kein Rondra-gefälliger Ritter hätte sie einfach so ins Ungewisse ziehen lassen. Und doch hatte er das Gefühl, dass seit er auf diese drei gestoßen war, er von einer Reihe betrüblicher Zwischenfälle verfolgt wurde. Der Pfad begann sich nun sehr steil bergab zu winden. Immer wieder mussten sie auf lose Steine und dicke Wurzeln Acht geben, die ihn überwucherten. Melinka begann bald wieder leise zu stöhnen, wie anstrengend doch diese Reise wäre. Leowin versuchte sich auf den Pfad vor ihnen zu konzentrieren. Die Dunkelheit machte es schwer, Einzelheiten zu erkennen. Aurea war ein ganzes Stück weiter vorgeeilt und hinter ihm konnte er die dürre, schwarzhaarige und den jungen Novizen hören. Er war immer noch in Gedanken versunken, als er plötzlich die Stimme der Zwergin vernahm. Hier unten ist ein breiterer Pfad und er führt in Richtung Dorf. Aber jetzt wird es einfacher. Das sind gute Neuigkeiten. Warte dort, bis wir aufgeschlossen haben. Da ist dieses weiße Federding wieder. In diesem Augenblick flatterte der weiße Rabe ganz dicht über Melinka hinweg, bevor er an Höhe gewann und irgendwo hinter dem Hügel verschwand. Melinka hob abwehrend vor dem Sturzflug des Rabens die Hände in die Höhe und dann war das Rutschen von Steinen und der erschreckte Aufschrei von Melinka zu hören. Leowin merkte, wie er einen Stoß in den Rücken bekam. Er ließ die Zügel los und stolperte einige Meter nach vorne, während hinter ihm ein klägliches Wiehern erklang. Hippolyta kämpfte um das Gleichgewicht, als die losen Geröllsteine des Abhangs unter ihr nachgaben und ins Rutschen gerieten. Steine kullerten an Leowin vorbei, als sein Pferd rutschend und mit den Hufen um sich schlagend ein paar Meter unter ihm zu stehen kam. Melinka konnte sich nicht auf dem Rücken des Pferdes halten und stürzte schwer zu Boden. Beinahe, aber nur beinahe, hätte das Pferd Melinka unter sich begraben und die junge Matrosin zwischen sich und dem Geröll zerschunden. Ah, Hilfe! Leowin! Ah! Au! 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 Dieses ungeschickte Vieh! Oh, bleib hier rein! Ist euch etwas passiert? Oh, das war ein schlimmer Sturz. Geht es euch gut? Das kommt davon, dass ihr nicht absteigen wolltet. Auf diesem unwegsamen Pfad, das arme Tier, es war nur eine Frage der Zeit, bis es sich etwas tun würde. Was scherst du dich um das blöde Pferd? Ich bin die, die gestürzt ist. Dabei steht es schon wieder. Und ich liege noch. Meine Hose, mir ist vollkommen zerrissen. Ist alles in Ordnung? Was war das? Das Pferd des Herrn Elsternberge muss auf einen losen Stein getreten sein. Und hat dann den Halt verloren. Ja, und wahrscheinlich hat es sich etwas getan. Seht nur, wie es hinkt. Lasst mich durch. Anja drängte sich an Melinka vorbei, die sich gerade von Ektor helfen ließ und eilte zum Rittern von Elsternberge, der bereits sein Pferd wieder am Zügel gepackt hatte und es nun besorgt musterte. Ruhig, ganz ruhig, meine teure Hippolyta. Das war ein schlimmer Sturz. Geht's dir gut? Lass mich einmal sehen. Fräulein Vanya, wie geht es Fräulein Melinka? Sie wird es überleben. Aber was ist mit Hippolyta? Schaut, sie blutet! Ja, ich fürchte, sie hat sich bei dem Sturz die Seite aufgeschabt. Und wie mir scheint, ist ihr Vorderlauf verletzt. Führe sie bitte zu Aurea auf den Weg. Melinka, wie geht es dir? Oh, Leowin, mein Liebster! Schau nur, wie der Sturz mich mitgenommen hat! Schon gut, stütze dich auf mich. Wir sollten auf den Weg, den Aurea entdeckt hat. Dort wird es leichter werden. Danke für deine Unterstützung, Bruder Ektor. Dafür bin ich doch da, Herr von Elsternberge. Aber ihr könnt unbesorgt sein. Bis auf ein paar Schürfwunden scheint sie unverletzt. Bei Angroschs Warte, ist alles in Ordnung? Ich fürchte, Hippolyta hat sich den Vorderlauf verletzt. Er scheint nicht gebrochen zu sein, aber sie kann ihn kaum belasten. Lass mich mal sehen. Oh je, ihr habt recht. Es ist zum Glück nicht schlimm, aber es wird wohl ein paar Tage dauern, bis sie wieder normal gehen kann. Und auch dann sollten wir sie noch eine Weile schonen, bevor sie wieder geritten werden kann. Nun, dann kommen wir so oder so nicht um eine Übernachtung in diesem Dorf herum.
Wir sollten den Zwölfen danken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Fräulein Pottbrauer, wenn die Spuren nicht ins Dorf führen sollten, müssen wir die Spur ein anderes Mal aufnehmen. Ich kann euch beruhigen. Sie führen den Pfad entlang in Richtung des Rauches. Nun denn, wir sollten dies als Zeichen nehmen. Auf geht es. Hier zu verweilen wäre unklug. Aber das bedeutet auch, dass Brynwen recht hatte und die Orks irgendwas mit dem Dorf und dem Turm zu tun haben. Vielleicht haben die den Herrn von Sturzenstein auch gefangen. Wir wissen nicht, was da los ist, und diskutieren darüber macht uns auch nicht schlauer. Hippolyta braucht Versorgung. Die werden wir dort bekommen. Da ich die Familie Sturzenstein, also, naja, zumindest einen Vertreter der Familie kenne, wird man mich sicher anhören. Und wenn er Böses im Schilde führt, dann sind wir dort nicht sicher? Naja, selbst wenn dem so ist. Der Herr von Sturzenstein weiß doch nicht, warum wir ihn besuchen. Leowin könnte doch auch die Familie seines alten Kriegsfreundes besuchen wollen. Das könnte klappen. Ich stelle mich vor und verlange das Gastrecht. Solange wir nichts von entführten Kindern oder Orks reden, sollten wir keinen Verdacht erregen. Ja, dann kann Leowin den Adligen ausfragen und mehr Informationen einholen, während wir in sauberen und gemütlichen Betten schlafen. Du meinst, während wir uns ganz unauffällig im Turm umsehen können als Gäste? Gute Idee, muss ich zugeben. Aber wenn wir uns einschleichen und noch dazu mit falschen Begründungen die Gastfreundschaft beanspruchen und von der hohen Tafel speisen, verstößt das zutiefst gegen den Herdfrieden. Als ob es einen Herdfrieden in einem Haus gibt, in dem man Kinder foltert. Travi hat diesen Ort doch längst verlassen. Wir wissen nicht genau, was dort vor sich geht. Umso wichtiger wäre es, mit der vollen Unterstützung der Zwölfe zu kommen. Wie soll man denn etwas Gutes tun, wenn man sich unlauterer Mittel bedient? Der Zweck darf nicht die Mittel heiligen, da sonst jeder für schlechte Taten eine Rechtfertigung zur Hand hat. Und abgesehen davon erlischt ein Segen nicht wie eine Kerzenflamme im Wind. Oh, verzeiht, euer Gnaden! Dann werden wir in blauäugiger Blindheit einfach zum Tor marschieren und fragen, ob sie vor kurzem ein kleines Mädchen durch den Wald gehetzt haben. Wir haben sie zufällig getroffen und wären jetzt so besorgt um das Seelenheil der Verantwortlichen. Ob sie uns bitte den Turm zeigen könnten und wenn es beliebt auch noch die Folterkeller. Und wenn seine Durchlaucht dann noch die Güte hätte, sich selbst zu stellen, können wir alle gemeinsam ein geheiligtes Traviamal einnehmen, bevor man uns im Schlaf ermordet. Verdammt nochmal, Ektor, mach endlich die Augen auf. Wir sind die einzige Chance, die Kinder haben werden. Und wenn wir ihnen dafür ein Theater auffüllen müssen, dann ist es das wert. Den Tonfall kannst du dir gleich mal schenken, wertes Fräulein. Ich weiß auch, dass das keine leichte Sache ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass man ein Unrecht nicht durch ein anderes besser macht. Als angehender Geweihter ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass den Zwölfen Ehre entgegengebracht wird auf dieser Reise und jeder zumindest bemüht ist, Respekt und Anstand zu wahren. Oh Mann, Bayraja. Nehmt euch eine Koje, ihr beiden. Schnauze! Das ist hier echt nicht zielführend. Vanya hat recht, Bruder Ektor. Ich geb dir gleich... Warte, was? Du hast recht. Aber gewöhn dich nicht dran. Auch eine blinde Möwe trifft mal das Ziel. Und wenn du unseren Vorschlag schon ablehnst, Bruder Ektor, dann mach einen besseren. Wir sollten um Einsicht beten. Oh, Travia, schenk uns Einsicht. Was? Oh, ja. Okay. Ektor, wir können gehen. Sie sagt, wir machen es so, wie Vanya es sagt. Wie bitte? Machst du dir jetzt da den Namen Travers zu sprechen? Das ist ja wohl der Gipfel der Unverfrorenheit. Was soll das denn heißen? Hast du die alleinige Deutungshoheit und spricht Travia nur zu dir? Hm? Wer sagt dir, dass sie mir nicht geantwortet hat? Dann verschaffen wir uns doch Gewissheit darüber. Ektor griff in seine Tasche und holte eine Gänsefeder hervor, die er zusammen mit seinem heiligen Amulett Melinka entgegenhielt. Wenn du wirklich im Sinne Travias sprichst, wird es dir ja nichts ausmachen, dies mit einem Eidsegen zu untermauern. Dein Ernst? Jetzt reicht's aber. Schluss damit, alle drei.
Bruder Hector, ich schätze die Zwölfe und euer Ansinnen, unser Seelenheil zu schützen, aber wir vertrödeln hier unsere Zeit. Jede Minute, die verstreicht, könnte eines der Kinder sterben. Für ein Gebet haben wir keine Zeit. Die Herrin Rondra verlangt Schutz der Schwachen, und das tun wir hier. Unser Vorgehen ist also im Sinne der Zwölfe. Oder stimmt ihr mir da nicht zu? Das könnt ihr nicht verleugnen. Und ich als der Älteste und standesgemäß Höchste hier entscheide, dass wir zum Turm gehen und alles tun, um die Machenschaften aufzudecken. Auch wenn das bedeutet, dass wir dem Burgherren nicht alles erzählen. Ende der Diskussion. Wir müssen los. Hippolytas Wunde wird sonst nur schlimmer. Und dann hättet ihr zugunsten Travias, Rondra und Raya verachtet. Und das könnt ihr sicher nicht wollen, Bruder Hector. Hector hielt den Blick des Ritters einen Moment lang stand. Dann aber ließ er die Schultern hängen, seufzte tief und nickte. Wenn Leovin dort unter dem Vorwand eines Besuches vorstellig wird, dann brauchen wir auch Gründe, warum wir mit ihm reisen, oder? Das heißt auch, dass wir alle eine Rolle spielen müssen. Kein Problem. Ich bin natürlich deine Verlobte. Ja, natürlich. Und ihr, Fräulein Pottbrauer, seid meine Knappin. Bruder Hector ist der Sohn eines Freundes auf seiner Weihwalz und Fräulein Vanya... Jetzt bin ich aber gespannt. Sie könnte meine Zofe sein. Was? Niemals! Nicht schon wieder. Wir machen das jetzt so. Basta! Wir haben keine Zeit, jetzt noch länger darüber zu debattieren. Als Zofe habt ihr Zugang zu dem Gesindetrakt des Hauses, ohne dass es auffällt. Das ist sehr nützlich. Also machen wir das genau so. Und jetzt los. Hervorragend. Na, dann hoffen wir mal, dass ihr Kinder gut schauspielern könnt. Ach ja, Zofe, trägst du bitte mein Bündel?